Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, sehr geehrter Herr Staatssekretär, liebe Kolleginnen und Kollegen vom CityLab, liebe Hochschullehrerinnen von HTW, TU, UdK und FH Potsdam. Wir haben es fast geschafft und ich freue mich sehr. Nach 9 ereignisreichen Tagen finden wir uns heute ein letztes Mal zusammen, an den Bildschirmen und in der wirklichen Welt. Das Motto der Summer School lautete, die Reise in die digitale Stadt. Und heute werden wir sehen, wohin uns diese Reise führte. 9 Tage, eine lange Zeit. Ich möchte noch mal ganz kurz daran erinnern, wie wir auf diese Reise gingen. Wir hatten 9 Problemstellungen aus der realen Welt. So zum Beispiel die Frage, woher wissen wir, wie viele Menschen täglich das Tempelhofer Feld besuchen? Oder wie erfahren wir denn, wie die Pflanzen in unserer Stadt Nährstoffe und Wasser brauchen? Oder wie wird Stadtentwicklung für interessierte Bürger erfahrbar, greifbar? Aus diesen Problemstellungen wählten sich unsere Studierenden einige aus. Und die Ergebnisse können sich sehen lassen. Ich kann nur sagen, dass alle Lösungsvorschläge in Zukunft in die Arbeit vom CityLab einfließen werden. Dafür schon mal vielen Dank. Die Summer School wäre nicht möglich gewesen ohne das Engagement der Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Deswegen möchte ich Danke sagen zu allen, die in den letzten Tagen mitgemacht haben, auf dem Tempelhofer Feld, hier im CityLab und vor den Bildschirmen. Es war eine sehr aufregende Zeit mit euch. Vielen Dank. Unser Lernort CityLab wäre auch nicht möglich gewesen ohne die vielfachen Engagements von Theoretikern und Praktikern. Die Mitarbeiterinnen und Hochschullehrerinnen der Universitäten haben genauso mitgemacht wie die Kolleginnen und Kollegen vom CityLab. Dafür auch nochmal vielen Dank. Nicht zuletzt möchte ich der Stadt Berlin danken und der Senatskanzlei, ohne deren Unterstützung unser Laboratorium hier auch nicht möglich wäre. Und nun komme ich zum Schluss und übergebe das Wort an den Staatssekretär für Verwaltungs- und Infrastrukturmodernisierung, Dr. Frank Nägele. Und ich bin sehr beeindruckt von ihm, denn er kommt immer, wenn er uns besucht, mit dem Fahrrad. Also er weiß, welche Herausforderungen die Stadt Berlin für uns noch bereithält und dass wir diese Herausforderungen gemeinsam angehen müssen. Ich freue mich sehr auf Herrn Nägele. Ja, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Summer School, ganz herzlichen Dank dafür, dass Sie hier dabei sind, dass Sie in den vergangenen Tagen unser CityLab zumindest digital belebt haben. Diese Einrichtung lebt von Ihnen, lebt von der Interaktion, lebt von immer wieder neuen Ideen. Und Sie sind es, die jetzt uns helfen, ein Stück weiter auf dem Weg zur smarten, zur vernetzten Stadt Berlin zu gehen. Die Themen, die Sie besprochen haben in den vergangenen Tagen, sind die, die uns rund um das Thema Smart City, rund um die Smart City Strategie nicht nur in den vergangenen Wochen und Monaten beschäftigt haben, sondern in den nächsten Jahren von immer größerem Gewicht sein werden. Möglicherweise ist an Ihr Ohr gedrungen, dass wir mit zu denen gehören, die im Rahmen der Bundesförderung nun ihre Smart City Strategie überarbeiten können in den nächsten Jahren und mit 5 Pilotprojekten zeigen können, was die vernetzte Stadt der nächsten Jahrzehnte alles zu leisten vermag und das durchaus gemeinwohlorientiert, nachhaltig und partizipativ. Unter diesen 3 Schlagworten arbeiten wir daran, unsere Stadt weiterzuentwickeln, und ich lade Sie ein, auch künftig dabei zu sein. Das, was Sie erarbeitet haben, wird in unsere Arbeit einfließen, und ich wünsche mir jetzt, dass wir uns nächstes Jahr dann nicht nur remote, sondern tatsächlich wieder präsent in unserem CityLab sehen und gemeinsam an unserer schönen Stadt, an einem gemeinwohlorientierten, partizipativen und nachhaltigen, smarten Ansatz zu arbeiten. Jetzt wünsche ich Ihnen einen erfolgreichen Abschluss. Bleiben Sie uns gewogen. Dankeschön.
Bin ich jetzt drauf? Du bist drauf. Herzlich willkommen, auch von meiner Seite und ganz besonders von, darf ich euch herzlich willkommen heißen, ganz besonders im Namen der Gruppe Urban Exchange Plattform, die leider heute nicht vollzählig anwesend sein kann, aber ich hoffe, dass ich diese auch würdevoll vertreten darf und kann. Ich möchte das Ganze erstmal einleiten mit unserem Video, das wir gestern gedreht haben, beziehungsweise der eine Teil unserer Gruppe hat gestern ein ganz tolles Video gedreht, das erstmal so ein bisschen in die Thematik einführen soll, euch ein bisschen zeigen soll, mit was haben wir uns beschäftigt. Und deshalb legen wir damit erstmal los. Viel Spaß. Ach Mensch, Annette, du weißt ja, meine Situation ist gerade nicht die einfachste. Ich muss ja raus mit der kleinen Jasmin aus meiner Wohnung. Ja, kann ich mir vorstellen. Also als alleinerziehender Vater ist es sicher schwierig, was zu finden. Aber ich habe gehört von einer Freundin, dass in Neu-Hohenschönhausen soll es viele freie Wohnungen geben und dass auch die ÖPNV-Anbindung ziemlich gut. Neu-Hohenschönhausen? Ich bin noch gar nicht auf dem Schirm gehabt. Da gucke ich doch glatt mal vorbei. Ja. So, das ist nun also Neu-Hohenschönhausen. Ja, ich bin hier zum ersten Mal. Da kenne ich mich nicht so wirklich aus. Wo sind jetzt hier freie Wohnungen, Kitas, Spielplätze? Wo finde ich das jetzt auch? Ah, da vorne ist ein Bürgerbüro. Da gehe ich mal. Hi, wie heißt dich? Wie geht's bei dir? Ja Mensch, ich bin auf der Suche nach einer Wohnung und eine Freundin hat mir empfohlen, hier mal in den Kiez hochzufahren. Und jetzt stehe ich hier und bin zum ersten Mal hier und habe nicht so richtig eine Ahnung, wo irgendwas ist. Kannst du mir da helfen? Da kann ich dir sicherlich weiterhelfen. Wir haben nämlich so einen neutralen Datentisch. Da siehst du eigentlich alles, was im Kiez abgeht und was du brauchst. Ich würde ihn dir einfach mal zeigen. Komm da mal rein. Nein, let's go. Alles klar, hier siehst du jetzt unseren smarten Datentisch, den ich gerade schon draußen angesprochen habe. Und hier siehst du eigentlich alles in unserem Kiez, was du so für den täglichen Bedarf benötigst, wie jetzt irgendwie Schulen, Supermärkte, Poststellen, kannst du halt alles sehen. Und ja, du meintest ja gerade, du suchst freie Wohnungen. Dann blende ich dir doch gleich mal alle freien Wohnungen in diesen Ausschnitt ein. Ah ja, das ist toll. Ich brauche dringend eine neue Wohnung mit der kleinen. Hier haben wir zum Beispiel die Randowstraße, zwei Wohnungen oder an der Falkenberger Chaussee. Interessant. Ich sehe, hier ist eine Schule in der Nähe, aber können wir vielleicht auch mal alle Schulen anzeigen? Ja, klar. Sieh da. So einfach geht das bei uns. Ist ja wunderbar. Sind ganz die schön. Schule, die du gerade angesprochen hast, hier links sind nochmal zwei, ist halt nicht so schön. Du musst dann über die S-Bahn, also ist ein bisschen weiter weg. Gerade wie alt ist Ihre Tochter? Ja, die Kleine kommt jetzt demnächst in die Grundschule. Ah, okay. Deswegen wäre es schon super hier gerade in diesem Karree. Ja, das ist natürlich echt gut. Denn diese Wohnung würde ja direkt neben der Schule liegen. Aber ist ja nicht nur die Schule. Ne? Die Schule ist das eine, aber es wäre auch toll, wirklich, wenn eine Haltestelle in der Nähe wäre, weil ich habe kein Auto. Okay. Und auch der Supermarkt fußläufig wäre. Für die Kleine muss man ja dann doch nochmal los und noch schneller. Absolut. Können wir das irgendwie auch zeigen? Na klar, vielleicht können wir gleich mal simulieren am besten. Ah, top. So, jetzt sehen wir es. Hier quasi die Wohnung, die du gerade gesagt hast, die Wunschwohnung in der Randowstraße 38. Dazu sehen wir dann die Schule dazu. Und das ist jetzt jeweils die nächste Schule, der nächste Supermarkt und die nächste Haltestelle? Genau, richtig. Wie du es gerade heute ist, hier quasi Schule, fußläufig 207 Meter, dann der Rewe-Supermarkt 179 Meter, Luftdistanz 620 Meter zu Fuß. Nee, ja. Da ist nicht dran und dann halt noch die Haltestelle. Das ist ja alles super gut zu Fuß zu machen. Mensch, ist ja toll hier mit diesem Tisch auch. Hat mir jetzt einen guten Eindruck vom Kiez gegeben. Wir werden uns das sehr freuen. Vielleicht sieht man sich dann auch beim nächsten Nachbarschaftstreffen. Denn wir treffen uns regelmäßig mit Stadtplanern, um einfach mal über den Kiez zu sprechen und zu gucken, wie man den noch so gestalten könnte. Ja, lieben gerne. Gebe ich gerne Input. Sehr schön. Mensch, so ein praktischer Tisch. Da habe ich direkt alles gesehen, was für mich wichtig ist. Und die Wohnung, die er mir vorgeschlagen hat, ich glaube, die ist ideal. Auf die bewerbe ich mich. Da wird sich die Kleine auch recht freuen.
Super Tag. Ja, willkommen zurück. Wie ihr jetzt wirklich eindrucksvoll dargelegt bekommen habt, habt ihr jetzt so ein bisschen den Eindruck, glaube ich, bekommen, mit was hatten wir es jetzt zu tun diese Woche, nämlich den Datentisch. Wir wollen jetzt, oder ich möchte euch jetzt gerne noch mal ein bisschen näher bringen, mit was haben wir uns denn diese Woche beschäftigt, welche Sachen haben wir uns ausgedacht und was haben wir sogar hinbekommen zu entwickeln. Und haben uns da jetzt auch so eine kleine Agenda zurechtgelegt. Zuerst mal so ein bisschen den stadtplanerischen Leitfaden beziehungsweise vielleicht den Leitgedanken, was dieser Datentisch denn überhaupt für einen Sinn und Zweck erfüllt. Des Weiteren haben wir eine kleine Storyline vorbereitet. Was haben wir diese Woche gemacht? Wie sind wir vorgegangen? Und so ein bisschen unsere Use Cases vorstellen mit den dazugehörigen Personas. Wir haben uns da Personen ausgedacht, für die eben dieser Datentisch in Frage käme, beziehungsweise die für den Datentisch eben, dass der Datentisch eben für die einen Mehrwert darstellen könnte. Und gehen dann noch kurz mal in den technischen Bereich rein, weil wir nämlich auch viel gecodet haben, umgesetzt haben, implementiert haben. Und da kann ich euch leider auch nicht ganz damit verschonen, aber und am Ende wollen wir dann noch mal ganz kurz live an den Datentisch runterschalten. Da will dann Richard euch nochmal kurz zeigen, was haben wir da eigentlich umgesetzt und nochmal einen anderen Use Case vorstellen, wie den wir jetzt gerade im Video gesehen haben. Fangen wir aber erstmal an. Das Stichwort Smart City. Smart City ist ja im Prinzip oder beziehungsweise im Kontext des Datentisches geht es hier eben jetzt darum, grundsätzlich durch Digitalisierung die Stadtentwicklung voranzutreiben. Was eben der Datentisch eindrucksvoll widerspiegelt. Hier geht es darum, Prozesse der Stadtentwicklung eben mit ganz vielen unterschiedlichen Use Cases voranzutreiben und eben die Erhöhung des Lebensstandards oder die Standortqualität nach vorne zu treiben. Und im Großen und Ganzen gibt es da mehrere Punkte, die dadurch erreicht oder damit erreicht werden können. Dazu komme ich aber gleich später. Und eben die Qualität des Kiezes, wenn man so sagen will, voranzutreiben, effizient voranzutreiben und vor allem performant voranzutreiben, wenn man daran denkt, wie lange Prozesse in der Stadtentwicklung dauern können, können da Digitalisierungsprozesse im Kontext zu Smart City wirklich sehr performant sein. Genau, welchen Sinn und Zweck welcher Sinn und Zweck kann dieser Datentisch denn welcher Mehrwert kann dieser widerspiegeln? Wir haben das jetzt mal hier so kurz runtergebrochen auf drei Überpunkte. Einmal den sozialen Aspekt, eben dass man räumliche Distanzen zwischen Wohnen, Arbeiten, Dienstleistungen, Freizeit möglichst verringert, kurze Wege schafft, die Steigerung des Wohlbefindens, des sozialen Wohlbefindens. Des Weiteren den ökologischen Aspekt, dass man eben schaut, wie kann man denn den öffentlichen Nahverkehr optimieren, sodass Leute eben sagen oder die Menschen, die in diesem Kiez leben, in dieser Region leben, möglichst diese auch nutzen, eben den Mehrwert daran sehen und eben diese Verkehrsmittel den CO2, nicht so nachhaltige Verkehrsmittel eben dadurch verdrängen können, wenn die Menschen in dem Kiez eben merken, okay, die ökologisch wertvollen Verkehrsmittel sind eben besser oder mit denen komme ich schneller voran als mit den herkömmlichen, die eben die Umwelt kaputt machen. Dann ist es natürlich auch der ökonomische Aspekt, dass man eben diese vorantreibt, dass man lokal einkaufen geht und nicht ewig durch halb Berlin fährt, um eben irgendwelche Sachen zu bekommen, sondern eben schaut, wie kann ich den Kiez optimieren, wie kann ich meine Wohngegend, meinen Standort so weit optimieren, dass ich sage, ich brauche hier gar nicht weit wegzufahren, keine langen Wege aufwenden,
um eben von A nach B zu kommen, sondern ich schaue mir an, was sind die Dienstleistungen um mich rum und muss dann eben die auch wiederum dann die Umwelt nicht kaputt machen und fördere dann noch die Ökonomie in meiner Region. Genau. Kurz dazu, was haben wir gemacht? Wir haben erstmal den Datentisch vorgestellt bekommen, eindrucksvoll, haben uns dann überlegt, okay, welchen Use Case können wir daraus entwickeln, welche Ideen haben wir, wie kommen wir in Bezug auf diese Ideen an Datenquellen ran, wie können wir dadurch die Stadtplanung, die Entwicklung der Stadt weiterentwickeln und haben dann so ein bisschen eine Ist-Analyse gemacht und eben daraufhin dann auch uns Ideen ausgedacht. Haben dann im Nachhinein überlegt, okay, wie kommen wir an diese Daten, die wir in unserem Use Case haben wollen, haben dann recherchiert, haben geschaut, in welches Format haben die und dazu komme ich jetzt aber gleich noch und haben dann, eben nachdem wir dann die Daten bekommen haben, die Daten bereinigt, da das ja nicht immer einheitliche Daten sind, und haben dann quasi mit dem Framework Leaflet das Ganze wirklich implementiert, auch Routen berechnet mit Python-Scripts und haben das Ganze dann wirklich gecodet, haben das implementiert, dass es dann wirklich bis zur Testphase und zur Visualisierung kam, haben uns dann nochmal einen zusätzlichen Use Case zum Scoring, dass man eben die Wohnlage scored oder beziehungsweise bewertet und haben das Ganze dann tatsächlich visualisiert, wie ihr ja schon im Video sehen konntet. Genau. Bis hin zum Prototyp, den wir ja jetzt gerade schon im Video vorgestellt hatten und den wir jetzt gleich auch nochmal live vorstellen werden. Genau. Des Weiteren oder beziehungsweise, wie ich gerade schon gesagt habe, sind wir erstmal hingegangen und haben gesagt, okay, für wen ist denn dieser Datentisch? Ein Use Case ausgedacht, haben in diesem Kontext dann eben uns Personas ausgedacht, die jetzt eventuell dort wohnen könnten oder eben halt auch wirklich in der Planung oder in der Stadtentwicklung dort tätig sein können und eben in diesem Kontext dann auch diesen Datentisch nutzen könnten. Den Matthias habt ihr ja schon in dem Video gesehen. Es geht ja auch darum, eben einfach aufzuzeigen, ich mache mit wenigen Klicks, klicke ich eine leere Wohnung an und dieser Klick zeigt mir eben in der Umgebung der Wohnung oder in naher Distanz die Points of Interest sozusagen und wertet für mich nachher aus, hat dieser Standort Lebensqualität für mich, bringt er eben diese Standards, diese Ansprüche mit und diese Ansprüche, wie wir in den Use Cases sehen können, sind eben individuell und können auch durch die Digitalisierung eben dadurch individuell gemacht werden, ohne großen Aufwand, beziehungsweise mit viel Aufwand, weil wir hatten den. Aber trotzdem, im Prinzip kann dieser Datentisch individuell für ganz viele Use Cases verwendet werden. Wir haben eben uns drei ausgedacht und hatten die auch wirklich umgesetzt, wie ihr nachher auch nochmal sehen könnt. Genau. Als nächstes, welche Daten haben wir angezapft? Zum einen sind wir auf ImmoScout gegangen, haben mit einem kleinen Python-Script Web-Scraping betrieben, haben eben rausgesucht, wo sind leere Wohnungen, gerade für den Kontext oder für den Use Case. Ich suche eine Wohnung, ich brauche vielleicht einen Laden oder möchte mich selbstständig machen und haben dann eben quasi die momentane Ist-Situation auf dem Markt durch ImmoScout getrackt, sind auf FizzBroker gegangen, haben über Overpass, Turbo Daten gezogen und bei datenberlin.de einige Daten gezogen. Und wie ihr auf der rechten Seite seht, könnt ihr dann auch gucken, in welchem Kontext oder welche Daten da dann vorhanden waren. Und diese haben wir dann letzten Endes auch wirklich implementiert und verwendet. Genau. Kommen wir zur Datenbereinigung bzw. Vorbereitung und zum Coding. Hier haben wir erheblichen Aufwand erstmal betrieben, die ganzen Daten zu bereinigen. Wir hatten hier Rohdaten vorliegen. Im Prinzip hatten wir XML-Format, CSV-Format, GeoJSON-Format. Und da wir das Leaflet-Framework verwendet haben, brauchten wir eben alles im JSON-Format, beziehungsweise hat es sich eben angeboten, da wir hier eben aufgrund der kurzen Zeit uns ein bisschen an die Architektur richten mussten, die schon vorhanden war. Und genau, hier könnt ihr mal so ein bisschen ein paar Code-Ausschnitte oder beziehungsweise JSON-Ausschnitte sehen,
wie das Ganze aussah. Wir haben das dann quasi auf der rechten Seite in den schon vorhandenen Code mit ein implementiert und haben quasi aus den Daten, die wir vorhanden hatten, in ArrayLists erstellt und haben dann tatsächlich auch den einzelnen Use Case von zum Beispiel Sabine oder Matthias umgesetzt, haben durch wiederum Python-Scripts oder eines Python-Scripts berechnet, wie weit ist die Entfernung oder die Distanz zu deren Points of Interest, zum Beispiel Bank, Apotheke, Ärzte, haben diese Wege tatsächlich berechnet und, wie ihr gleich sehen werdet, auch implementiert. Ich denke, mehr muss man auch erstmal zu der technischen Seite nicht sagen. Und ich würde dann nochmal runterschalten zu Richard, der uns hoffentlich oder nochmal zeigen wird, wie das Ganze live aussieht. Mit unserer Implementierung der Karte und so, wie wir ihn vorher physisch schon vorgefunden haben, also es ist der Stadtteil Neu-Hohenschönhausen mit als 3D-Modell. Was wir eben gemacht haben, ist mehrere weitere Datenquellen implementiert und dann hier auch auf der Karte dargestellt. Das sind zum Beispiel, wie Yannick schon meinte, Wohnungen, Kindergärten, Supermärkte, aber auch Ärzte, die wir eben aus unterschiedlichen Datenquellen angezapft haben. Und dann kann man sich halt, also man kann dann halt auf der Karte, da haben wir so eine Legende implementiert, auf der man dann auswählen kann, was man angezeigt haben möchte. Also wir haben auch Bushaltestellen, Tramhaltestellen, den S-Bahnhof. Was man jetzt eben machen kann, oder so wie wir es erstmal implementiert haben, ist eben, dass man jetzt sich für eine Persona eine Wohnung anzeigen kann. Das ist jetzt unsere zweite Persona, die Sabine. Und ihr waren eben wichtig, die S-Bahn-Station, die Bank und der Arzt, also da kurze Wege zu haben. Und anhand dessen haben wir dann eben die kürzesten Wege zu den entsprechenden Stationen berechnet und für Sabine auch einen Score berechnet, wie attraktiv diese Wohnung für sie ist. Und Idee, wie man das später dann eben implementieren kann, ist, dass sich der Nutzer, der an diesem Datentisch steht, dann eben auch selbst einen Punkt auf der Karte wählen kann, seine Prioritäten setzen kann und dann diese angezeigt bekommt. Genau, ich glaube, man hat diese grundlegende Idee verstanden, auch schon im Video, und mehr würde ich jetzt eigentlich gar nicht zeigen. Deswegen wird Yannick euch noch einen kurzen Ausblick geben, wo wir uns noch weiter Gedanken dazu gemacht haben, was man alles sonst noch so anzeigen kann. Genau, vielen Dank, Richard. Ich möchte noch mal kurz zusammenfassen, was haben wir jetzt alles diese Woche gemacht? Wir haben den Prototypen beziehungsweise den Datentisch vorgestellt bekommen. Zu der Zeit, als wir ihn vorgestellt bekommen hatten, war eine Heatmap hochgeladen, die quasi angezeigt hatte, wo sind die Hot Spaces für die öffentlichen Verkehrsmittel. Haben uns dann überlegt, okay, wie kann man das Ganze jetzt nochmal in einen anderen Kontext bringen? Haben uns dann überlegt, okay, es ist ja interessant für die meisten Leute, Privatpersonen oder auch Unternehmer oder Stadtentwickler, wo ist es denn eigentlich am interessantesten zu leben? Haben uns dann überlegt, okay, woher bekommen wir die Daten, die wir dazu benötigen? Was ist für die einzelnen Personen oder für jede individuelle Person wichtig? Haben uns dann die Points of Interest anhand der Datenquellen, die wir eben so gefunden haben, die wir anzapfen konnten, zusammengezogen, haben dann quasi diese Daten, diese Rohdaten nochmal bereinigt, so damit wir sie quasi auch im Code implementieren konnten, was wir letzten Endes auch für diese Use Cases, die wir uns vorgenommen hatten in der kurzen Zeit, wo man wirklich stolz auf die ganze Gruppe sein kann, damit wir das so in so kurzer Zeit hinbekommen haben, wirklich implementiert. Und wie ihr gesehen habt, funktioniert das Ganze auch. Jetzt ist ja eben die Frage, was kann man damit jetzt anstellen oder beziehungsweise wie könnte man das jetzt nochmal weiterentwickeln? Und wir haben uns hier, wie man sieht, auch ein bisschen analog durch die Woche bewegt, haben Flipcharts verwendet. Da Ideen gesammelt und man könnte das Ganze jetzt weiterspinnen oder weiterentwickeln, indem man sagt, man schafft wirklich eine Realtime-Datenanbindung, dass die Daten wirklich immer aktuell und direkt quasi an den Datentisch oder zum Datentisch kommen und man dann quasi wirklich immer live schauen kann, wo sind die Points of Interest
für mich, für meine individuelle Person und für meine Ansprüche, die ich jetzt quasi an diesem Standort habe, nicht nur für private Personen, sondern für die ganze Stadtentwicklung an sich, wo man wirklich von der digital unterstützten Stadtentwicklung reden kann, wenn man das wirklich so weit spinnen möchte. Man könnte das Ganze dann auch noch mit einem analytischen Score weiter treiben, dass man sagt, wenn ich einen Standort anklicke, dann wird der für mich gescored. Das heißt, er wird bewertet. Wir hatten uns eine Skala von 0 bis 100 ausgedacht, dass dann eben 100 der perfekte Standort ist und 0 eben überhaupt kein guter Standort, wie wir vorhin bei dem Matthias gesehen haben, der alleinerziehend ist. Für den mag eine Schule oder ein Kindergarten, der direkt in der Nähe ist, wichtiger sein als für jemanden, der alleinstehend ist. Und da könnte man sich wirklich vorstellen, wie man sich dann nachher den Score auch, wie der eben implementiert werden oder beziehungsweise umgesetzt werden kann und wie viel Mehrwert der im Prinzip für jede einzelne Person und für jedes einzelne Individuum darstellen könnte. Dann hatte noch einer aus unserer Gruppe eine sehr geile Idee, dass man quasi sagt, man zieht das Ganze spielerisch auf, dass, also jetzt gerade in Bezug auf die Stadtentwicklung, dass man eben eine Art Browser-Game entwickelt, in dem wirklich, also so eine Art SimCity für Kreuzberg, wo dann wirklich die Bewohner, die da tatsächlich leben, spielerisch diese Stadt oder diesen Stadtteil oder diesen Kiez entwickeln können. Redesign your Kiez war so das Stichwort, weil aus unserer Sicht ist es doch eigentlich für die Leute, die in diesem Bezirk wohnen, beziehungsweise die wissen doch eigentlich am besten, was brauchen wir, was fehlt uns und wie kann man irgendwas besser machen in jeglichem Kontext, den man sich so vorstellen kann, seien es, wie gesagt, Privatpersonen, Unternehmen, kleinere Läden, was es alles so für Bedürfnisse und unterschiedliche Personen in dem Kiez eben gibt. Und ich denke, also für unseren Fall haben wir schon ziemlich, wie ich finde, eine coole Sache da entwickelt in der kurzen Zeit. Und man kann diesen Datentisch, glaube ich, für ganz viele Sachen noch weiterentwickeln und verwenden. Genau. Und dann möchte ich mich im Namen meiner ganzen Gruppe, die wirklich großartige Arbeit die ganze Woche geleistet hat oder die ganzen 9 Tage waren es, glaube ich, bedanken für eure Aufmerksamkeit. Und ich hoffe, dass wir den Datentisch euch ein bisschen näher bringen konnten und den Mehrwert und vor allem auch das, was wir uns dabei gedacht haben, also was Use Cases angeht und in unsere Umsetzung. Und ich hoffe, ihr seht den Mehrwert in unserem, sag ich mal, in unserer kleinen Anwendung, die wir jetzt gebaut haben, genauso wie wir das auch gesehen haben, weil wir fanden es selber auch richtig cool. Und ja, vielen Dank. So, zur kurzen Zwischenmoderation. Danke für den großartigen Vortrag und dass ihr mitgemacht habt. Das war sehr spannend. Ich hätte nicht gedacht, dass ihr in der sehr so kurzen Zeit so weit kommt mit dem Projekt, mit dem Bearbeiten der Rohdaten. Hattet ihr ganz schön viel Aufwand und euch überhaupt in die Technik reinzufinden von diesem Tisch. Das war eine große Herausforderung, muss ich sagen. Aber ich freue mich trotzdem sehr, dass die Challenge hier den Weg zu uns gefunden hat. Dafür auch nochmal vielen Dank an die Stadtmanufaktur von der TU Berlin. Das war eine ganz tolle Angelegenheit, dass wir das hier die Gelegenheit hatten, das zu machen. Okay, jetzt als nächstes sehe ich hier schon in den Startschuhen die nächste Gruppe. Da übergebe ich mal kurz. Die Bühne gehört euch. Okay, dann auch hallo zusammen. Also wir sind Vertreter der Gruppe zur Challenge Sensornetzwerk. Zum Einstieg gibt es von uns direkt auch erstmal zur Inspiration ein kleines Video. Viel Spaß. Erster Akt: Die intelligenten Poller. Ein Passant läuft mit seinem Hund über das Tempelhofer Feld. Der Hund sieht einen der intelligenten Poller und überträgt eine Zustandsinformation. Der Poller wacht auf. Feuchtigkeitsanlage erfasst. Regnet es. Netzwerkabfrage startet.
Sind an anderer Stelle auch Regelindikatoren aufgeklärt? Ich habe keine Veränderung der Zustandsinformationen erfasst. Das muss wohl etwas anderes sein. Dann wurde diese Zustandsinformation durch eine mir unbekannte Lebensform erfasst, muss eliminieren. In diesem gagging Sketch wurde vereinfacht die Funktionsweise der Poller dargestellt. Um etwas tiefer in die Materie einzutauchen, lassen Sie uns das Ganze nochmal von Beginn an schematisch aus Informationsperspektive anschauen. Der Hund löst eine Zustandsveränderung in der realen Welt aus, welche durch die Sensoren des Pollers in Form digitaler Informationen erfasst wird. Der Poller verarbeitet die Sensorinformationen und leitet relevante Daten an ein Gateway weiter, welches die Daten über die Übertragungstechnologie LoRaWAN an das Defense Network sendet. Im Defense Network angekommen, können diese Daten abgefragt und in einer Datenbank persistiert werden, sodass diese als Datengrundlage für verschiedene Anwendungsfälle bereitgestellt werden können. Lassen Sie uns dies im Folgenden anhand exemplarischer Anwendungsfälle betrachten. Eine Funktionalität der Poller besteht darin, Personen zu zählen. Betriebswirtschaftlich betrachtet könnte daraus insofern ein Nutzen gezogen werden, als dass die gesammelten Daten in die Entscheidungsgrundlage von Investitionsentscheidungen auf dem Tempelhofer Feld einfließen. Weiterhin können die Sensoren des Pollers diverse physikalische Größen messen. Messen werden kann beispielsweise die UV-Einstrahlung. Diese Information kann bei der Sonnenbrandprävention der Besucher eingesetzt werden. Weiterhin ist denkbar, die Lautstärke auf dem Tempelhofer Feld zu messen. Dies kann beispielsweise bei Festivals genutzt werden, um zu prüfen, ob die Lautstärkeregelungen eingehalten werden. Zweiter Akt. Das offene Sensornetzwerk. Das ist Sarah. Sarah würde gerne auf dem Tempelhofer Feld Drachen steigen lassen. Leider ist an ihrer aktuellen Lokation kein Aufkommen von Wind zu vernehmen. Dies stimmt Sarah traurig. Sarah überlegt, dass es ihr eigentlich ganz cool wäre, eine Applikation zu haben, die ihr die Standorte auf dem Tempelhofer Feld anzeigt, wo es derzeit möglich ist, Drachen steigen zu lassen. Eine solche Applikation ist mit der bestehenden Sensorik der Poller nicht realisierbar. Aber wir haben da eine Idee. Die den Pollern zugrunde liegende Infrastruktur ist offen und erlaubt es somit Interessenten, eigene Sensoren hinzuzufügen und die durch bestehende Sensoren generierten Daten abzufragen. Es ließe sich folglich eine solche Applikation realisieren, deren Umsetzung durch die bestehende Infrastruktur vereinfacht werden würde. Als geneigte Technikbegeisterte möchte Sarah diese Applikation nun realisieren. Dazu findet sie auf der Seite www.fragdenpoller.de eine Reihe verschiedener Tutorials und Dokumentationen, die ihr beim Einstieg helfen. So kann sie partizipativ an der Gestaltung neuer IoT-Anwendungsfälle mitwirken. Ja, so viel zu dem Video. Sehr schön. Ich hoffe, das hat euch jetzt ein bisschen einstimmen können auf die Thematik, die wir hier behandeln. Jetzt gehen wir noch ein bisschen tiefer auch in das Technische ein. Zunächst mal zur Agenda. Erst noch mal kurz auch noch mal von uns. Was war die Challenge eigentlich? Dann sprechen wir darüber, was das Team Hardware gemacht hat. Dann hatten wir das Team Open Data und wir hatten das Team Visualisierung. Über die werden wir alle sprechen. Was haben wir da uns überlegt und umgesetzt? Und zum Schluss gibt es dann noch so einen Ausblick. Zunächst die Challenge. Ihr habt es gerade im Video schon gehört. Es ging darum, wie kann man Bewegungsströme unter anderem messen, zum Beispiel an den Ein- und Ausgängen des Tempelhofer Feldes. Wie kann man das realisieren mit einer Open-Data-Schnittstelle, auch ganz wichtig. Und auch, wie kann man diese Daten zur Esszeit auswerten. Da rechts in dem Bild seht ihr noch, wie so ein Pöller in echt aussehen könnte, allerdings natürlich noch ohne Geräte und weiteres. Wir hatten mit insbesondere unser Team Hardware, hat, wie der Name sagt, sich auf die Hardware fokussiert und hier rechts seht ihr in der Folie drei wichtige Technologien, die dabei benutzt wurden. Also zum einen natürlich Arduino. Wir hatten zwei Arduino-Boards. Wir haben Edge Impuls benutzt. Das ist eine Plattform, mit der man TinyML
Projekte machen kann und The Things Network, TTN, um die Daten entsprechend weiterzusenden. Zunächst die Idee grundsätzlich war, wir nehmen einen Lichtsensor zur Umgebungserkennung, da seht ihr Texas Instruments, wäre das gewesen, und eine Kamera, in dem Fall AduCam Mini. Und die Idee war dann, dass dieser Lichtsensor eben zunächst erkennt, dass es überhaupt eine Bewegung gibt und in welche Richtung. Und die Kamera könnte dann zusätzlich ein Bild oder ein Video machen, um dann das Objekt oder die Objekte zu zählen und zu erkennen, ist das ein Fahrradfahrer, ist das eine Person, ist das ein Vierbeiner. Soweit zu der Idee. Die Wahrheit war ein bisschen anders, weil leider die Sensorik nicht rechtzeitig geliefert werden konnte. Aber wir hatten zum Glück einen Ausweichplan. Wir haben etwas umgesetzt mit einem Lichtgitter aus mehreren Infrarot-Lichtschranken-Modulen. Der Vorteil ist, das ist sehr kostengünstig. So ein Modul, das kostet weniger als 1 Euro. Und wenn man eben 3 davon, seht ihr schon hier in dem Bild, nebeneinander liegt, dann kann man eben entsprechend Bewegungen messen. Ähnlich wie so ein Lichtsensor wie Texas Instruments. Das ist noch Work in Progress. Hier seht ihr ein paar Bilder als Eindrücke, wie daran gearbeitet wurde. In dem Bild oben rechts seht ihr die drei Infrarot-Lichtschranken, die wir dann nebeneinander gelegt haben, um dann entsprechend die Bewegung zu messen. Unten links in dem Bild sieht man es vielleicht ganz klein. Wir haben da ein Steckbrett, auf dem wir die Module dann installiert haben. Und da gab es dann auch ein Arduino Nano, der an die Infrarot-Lichtschranken angeschlossen war. Die Daten werden weitergesendet an einen Arduino Uno, der mit einem Dragino LoRa-Shield ausgerüstet ist, mit dem man dann eben über LoRaWAN an ein TTN-Application die Daten weitersenden kann. Zunächst wollten wir dann eben mit TinyML ein Modell trainieren, was dann entsprechend erkennt, ob eine Person gerade rein oder raus ist oder nichts passiert. Dazu wurde Edge Impulse benutzt. Und genau, da musste man auf dem Arduino-Board einen Edge Impulse Data Forwarder installieren. Der sendet also die Daten weiter an Edge Impulse und dort kann man dann Samples aufnehmen. Das ist dann über eine kurze Zeit von ein paar Sekunden, nimmt man eben die Sensorwerte auf. Wir haben dann ein paar 20 Stück für reingehen, 20 Stück für rausgehen aufgenommen. Genau, und auf der Plattform kann man dann klassifizieren. Das Ganze, also man sieht hier auf dem Bild, links in ganz klein, man sieht dort die kleinen Sample-Daten und rechts unten seht ihr die Sensorwerte von einem Sample. Also rot ist die eine Lichtschranke, grün zeigt den Sensorwert der zweiten und blau der dritten und dann seht ihr also da, dass die der Reihe nach ausgelöst werden. Und dann konnten wir eben auf der Edge Impulse Plattform dieses Modell trainieren mit diesen Samples. Wir haben dafür die Rohdaten benutzt. Man kann dann eben diese Trainingsfenstergrößen definieren, also die Fenster des Zeitintervalls, in dem die Sensordaten genommen werden. Wir haben da also dann die Rohdaten festgelegt und das Ganze dann mit einem neuronalen Netz trainiert. Und der Output war dann eben entweder unknown, also dass man nicht weiß, was klassifiziert wurde, oder das rein oder raus, also ob jemand eine Person reingegangen ist oder raus. Genau. Und das hat tatsächlich mit diesen wenigen Daten auch schon relativ gut geklappt. Das Modell kann man dann auch noch testen. Ihr seht hier unten rechts auf der Folie, wie man dann sieht mit verschiedenen Features, die man generiert von Edge Impulse, kann man dann diese Datenpunkte, also diese Messungen, klassifizieren und entsprechend einordnen. Das geht dann direkt live auf dem Arduino Uno. Genau, werden die direkt live klassifiziert, die Daten. Genau, getestet wurde mit LoRaWAN und TTN, also da geht es jetzt darum, dass die Daten von dem Board
auf unseren Server geschickt werden über LoRaWAN. Das hat soweit nicht ganz mehr geklappt. Es geht nämlich darum, dass wir zwischen dem Arduino Nano und dem Arduino Uno die Verbindung nicht ganz herstellen konnten. Der Payload und der Code sind soweit vorbereitet. TTN steht auch. Die Verbindung zwischen dem Arduino Nano und dem Arduino Uno geht über IC2, dieses Protokoll, und da hatten wir eben Probleme und konnten die leider nicht mehr lösen bis zum Ende. Sonst hat das soweit geklappt. Hier seht ihr es nochmal auf dem Bild. Da in größer, wo diese rote Platine drauf ist, das ist der Arduino Uno mit der Antenne, der entsprechend dann die Daten an LoRaWAN, über LoRaWAN an TTN weitersenden kann. Oder kennen sollte in Zukunft. Ja. So viel zum Team Hardware. Hallo, ich bin die Lina und ich bin aus Gruppe 3, Gruppe Hydroponik. Und unser Challenge war ein databasiertes Gestalten einer blau-grünen Stadt. Und wir waren zwar ein kleines Team, aber wir waren wirklich sehr heterogen und wir hatten tatsächlich viele verschiedene Spezialisten in unserem Team. Also die Anna zum Beispiel, sie kommt aus der Fachhochschule Potsdam und sie studiert Design, Interface Design. Wir hatten einen Mediker bei uns, also Marc, der studiert Medizin an Charité, und vier Wirtschaftsinformatiker, Daniel, Chris, Jean und ich. Genau, und über unser Challenge haben wir ein Video vorbereitet. Ich hoffe, das Video gefällt euch. Also viel Spaß. Hydroponik. Datenbasiertes Gestalten einer blau-grünen Stadt. Hey, das ist Marie. Marie lebt in einer Großstadt. Dort ist es in letzter Zeit oft ziemlich heiß und die Luftqualität ist auch nicht besonders gut. Tja, das ist Teil des Klimawandels. Marie fragt sich aber, können die Städte gekühlt werden? Yes, you can. Grünanlagen. Sie generieren frische Luft und kühlen ihre Umwelt. Der Platz für Grünanlagen in einer Stadt ist aber stark begrenzt. Stattdessen haben wir dort aber viele Hausdächer und Wände. Und diese Flächen können für Hydroponik genutzt werden. Hydroponik? Hydroponik, das ist der Pflanzenanbau in Wasser. Aber wo kommt das Wasser her? Oder woher weiß ich, wann ich das Wasser wechseln soll? Oder ob es meinen Pflanzen gut geht? Das Wasser erzeugen die Häuser praktisch von alleine. Jedes Mal, wenn wir uns duschen oder unser Geschirr spülen, entsteht sogenanntes Grauwasser. Und die Daten, diese kommen von Sensoren. Hydroponikanlagen können ganze Häuserwände umspannen oder im Do-it-yourself-Konstruktionen in sogenannten Dutch Buckets umgesetzt werden. Marie hat einen Dutch Bucket gebaut und hier ist, wie er funktioniert. Dutch Buckets bestehen aus zwei miteinander verbundenen Behältern, von denen der eine die Pflanze und der andere das Wasser fasst. Die Pflanzen bekommen Wasser und Nährstoffe komplett über den zweiten Behälter und sie sind, wenn richtig eingestellt, sehr pflegeleicht. Egal ob groß oder klein, Hydroponikanlagen können mit Sensoren und Aktuatoren ausgestattet werden. Sensoren sammeln die Daten und schicken diese per Wi-Fi an eine App. Die Nutzerinnen und Nutzer können die visualisierten Daten in der App bequem abrufen. Es können zum Beispiel folgende Informationen gemessen werden: Wasserstand, pH-Wert, UV-Strahlung und viele, viele andere. Marie bekommt Ideen. Mit Hydroponik könnte man ja klasse Sachen machen. Bewachsene Wartehäuschen oder Urban Gardening für ganze Plattenbauten, Unterricht an Schulen. Von Hydroponik können alle Stadtbewohner profitieren, garantiert. Vielen Dank für euer Interesse. Und jetzt wünschen wir viel Spaß bei der Präsentation. So, wunderbar. Willkommen zurück. Ich hoffe, das Video hat euch allen gut gefallen. Genau, und jetzt möchte ich euch auch erzählen, wie sind wir überhaupt zu diesem Video gekommen? Was haben wir sonst so gemacht Interessantes während dieser letzten Tagen, während unserer Challenge? Und es hat alles angefangen am Freitag letzte Woche.
Wir waren mit Anne-Marie Rink verabredet an Stadtmanufaktur Berlin am Potsdamer Platz und dort haben wir uns die Hydroponikanlage angeschaut und wir haben uns angeschaut, wie das sogenannte Grauwasser tatsächlich aufbereitet wird. Genau, und außerdem, wir haben, jeder von uns hat im Video erwähnte Dutch Bucket zusammengebaut, zusammen mit Pflanze, echte Bucket mit Wasser, also pH-Wert wurde eingestellt, die Nährstoffe ins Wasser wurden eingeführt. Genau, das haben wir alles gelernt. Das war wahnsinnig interessant. Man sieht ja das Foto. Sieht man ja auch die Präsentation auch, oder? Ja, super. Genau, sorry. Genau, jeder von uns dürfte so ein Bucket mit nach Hause nehmen und dann von zu Hause weiter beobachten, wie die Entwicklung von Pflanzen, wie sie sich dann weiterentwickeln und vielleicht sogar ernten was. Genau, zweites Teil unseres Challenge, das war Konzeptentwicklung und Prototyping. Das, wie ihr seht, fand alles hier vor Ort in CityLab Berlin. Wir haben tatsächlich uns erstmal angetastet mit allen möglichen Hardware zusammengearbeitet und ja ausprobiert, was geht nicht, mit welche Datenübertragung wir uns auseinandersetzen. Genau, mit verschiedener Software haben wir auch gearbeitet und am Ende haben wir uns entschieden, dass die Datenübertragung wird an Thingspeak via Wi-Fi gemacht. Genau, und ein Prototyp haben wir natürlich auch gebaut. Ich zeige euch ganz gleich auch das ganze Prototyp. Aber erstens, wir kommen zum dritten Teil von unserem Challenge und das war gestern, hatten wir ein Ideengenerierung-Workshop gemacht und im Nachmittag fand auch Video-Workshop, wo wir die Ideen, die wir generiert haben, auch zu einem Szenario hinzugefügt haben und aufgrund von dem Szenario wurde tatsächlich das Video gemacht. Genau, und jetzt kommen wir zu unserem Sensor, zu unserem Prototyp. Erstmal vielleicht soll ich durchlisten, welche Daten wir tatsächlich aufgenommen haben. Und zwar, das war Wasserstand. Genau, also bei Hydroponik ist natürlich ganz wichtig zu wissen, wie viel Wasser noch geblieben. Und wir haben Wasserstand mit Hilfe von einem Ultraschallsensor gemessen. Vielleicht kannst du das zeigen. Oder Slide. Genau. Das hier ist das Ultraschall. Ultraschallmesser, genau. Der wurde in die Decke eingebaut, genau. Genau, die Messung hat folgendermaßen, die Berechnung hat folgendermaßen funktioniert. Also die Höhe des Buckets, aus der Höhe des Buckets wurde die Distanz zum Wasser subtrahiert und dann multipliziert mit Kreisfläche, die wir auch kalkuliert haben von dem Bucket. Genau. Als weiteres haben wir eine Leitfähigkeit, relative Leitfähigkeit gemessen. Das kann man sehen an zwei Kabeln, die ins Wasser gesteckt sind, mit dem Abstand zueinander. Genau, die relative Leitfähigkeit zeigt uns, wie viel Nährstoffe tatsächlich gerade im Wasser sie befinden. Und wenn sie sich verniedrigen, dann ist ein Zeichen, das Wasser zu wechseln. Genau. Außerdem haben wir Temperatur und Luftfeuchtigkeit gemessen. Genau. Und das alles noch nachhaltiger zu machen, haben wir ein Solarpanel zusammengebaut, um bestimmte, ja, mindestens einen Teil von der Energie mit erneuerbarer Energie zu gewinnen. Genau.
das war dann Ergebnis Nummer 1, also zusammengebauter Prototyp. Man sieht jetzt gerade tatsächlich live, wie dieser Prototyp aussieht. Und wenn wir auf der Webseite von ThinkSpeak gehen, ganz kurz, genau, dann sieht man auch die Temperatur und die Luftfeuchtigkeit und im Liter, wie viel Wasser noch geblieben im Eimer. Genau, und wie viele Elektrolyte sind vorhanden, also wie viele Nährstoffe sind vorhanden noch. Genau. Außerdem ein besonderer Wunsch von Stadtmanufaktur Berlin war, dass wir ausarbeiten, dass wir uns überlegen, wie eine Applikation für so einen Prototyp auch aussehen kann. Also für Hydroponik Datenvisualisierung, wo man tatsächlich einzeln die Pflanzen auswählen konnte und die Statistiken, die Wasserstand und die Nährstoffe und andere Daten anzeigen konnte. Und diese Applikation als Mockups ist auch, wurde zusammengebaut, entwickelt, genau, und ist Teil 2 unserer Ergebnisse. Als dritter Teil unserer Ergebnisse, wir haben viele verschiedene Szenarien ausgearbeitet, wie Hydroponik in eine Stadt integriert werden kann. Und wir haben uns tatsächlich überlegt, vielleicht können sogar sogenannte Wartehäuschen, also die Bushaltestellen zum Beispiel mit Hydroponikanlagen die Hydroponikanlagen können installiert werden oder die Innenwände im Bürobereichen auch mit Hydroponikanlagen verbessert sozusagen werden können. Alle Szenarien und alle Code-Snippets und natürlich auch die Mockups zu unserer App befinden sich in GitLab unter folgendem Link. Es ist frei verfügbar und wir hoffen, dass ihr vielleicht die Zeit auch nehmt, mit Szenarien und unserer App-Mockup sich auseinanderzusetzen. Jetzt das alles durchzugehen, würde wahrscheinlich die Zeit wirklich sprengen. Genau, jetzt kommen wir eigentlich schon zu Ende. Ich möchte wirklich von gesamten Team alle Beteiligten und alle Organisatoren bedanken. Das hat wirklich wahnsinnig viel Spaß gemacht, mit euch zusammenzuarbeiten. Vielen, vielen Dank. Und jetzt bin ich bereit, die Fragen zu beantworten. Was bleibt jetzt noch zum Schluss? Ich hoffe, ich habe allen gedankt und niemanden vergessen. Ich hoffe sehr, wir sehen uns im nächsten Jahr den einen oder anderen wieder. Diesmal dann hoffentlich nicht mit den Einschränkungen, die wir jetzt durch Corona hatten. Ich wollte da auch nochmal den Studierenden und Teilnehmerinnen Danke sagen, weil es war schon anstrengend, auf dem Tempelhofer Feld permanent draußen zu arbeiten und immer nur in sehr kleinen Gruppen hier im CityLab zu sein. Danke nochmal für eure Geduld. Und damit sage ich Tschüss, bis hoffentlich nächstes Jahr.